Ja, dieses kleine Ding von Zeiss, dieses 5x10 Mini-Monokular, das ist eine Spezialausrüstung, nicht ganz billig. Hat ein ganz schmales Anwendungsgebiet und wenn ihr interessiert, was es kann, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Zeiss Mini 5x10. Dieses kleine, leichte Ding, das kannst du wirklich als Everyday Carry immer dabei haben. Das ist der ganz große Vorteil. Das bedeutet, das hat kein Gewicht. Ich meine, schau dir mal an, da ist hier noch so ein kleiner Clip. Das ist eigentlich die Idee, dass man das in der Hemdtasche trägt. Kann ich aber nicht empfehlen, denn das verliert man extrem schnell, weil es kein Gewicht hat, es fällt überhaupt nicht auf. Du kannst trotz alledem die Schärfe einstellen mit diesem kleinen Knopf hier, aber das hat auch seine Nachteile, die gesamte Konstruktion. Dazu komme ich aber gleich. Wofür ist es da? Natürlich zum Durchschauen und zum in die Distanz schauen. Hier zum Beispiel ins Bushcraft-Areal, ja, hier hinter mir. Ne? Und wenn ich da jetzt so rüber schauen will, auf die ja, Rotwildfütterung zum Beispiel, übrigens bitte nicht betreten, ja, möchte ich gleich dazu sagen, bitte lasst das Rotwild in Ruhe. Liebe Bushcrafter und Survivalisten, wenn eine Wildruhezone irgendwo ist, bitte das auch bitte einhalten, aber soll so sein. Dann kann ich das mit dem Ding tun, aber, und jetzt kommt der Punkt, weil es halt nur eine Objektivweite von 10 hat, ja, das ist wirklich mini. Wenn ich da einen Vergleich mache zu einem anderen Monokular, das es zum Beispiel auch bei mir im Shop gibt, das Hawk, habe ich auch schon einmal vorgestellt, gebe da beim i oben den Link oder unten zu mir in den Shop, dann ist da halt schon mal, das ist schon ein kleiner Unterschied. Ne? Auch was die Vergrößerung betrifft, hier habe ich eine fünffache Vergrößerung und bei dem hier 8 bzw. 10-fach, das hier hat wirklich 10-fach, also da merke ich schon einen großen Unterschied. Und das nächste ist vom komfortabel sein. Ja? Übrigens, das ist auch ein 8-faches, das gibt es auch in 10-fach, aber ich habe es in 8-facher, das war es jetzt. Schau mal hier, ich kann hier, ja, diese Augenmuschel ausfahren. Das bedeutet, der Augenabstand ist genau eingerichtet. Also ich lege das her und bin sofort hier, wo ich hin muss. Also ich sehe gleich scharf, ja, abhängig von der Entfernung natürlich. Ja. Aber das ist hier bei diesem Teil hier nicht der Fall. Da gibt es nichts zum Ausfahren. Das heißt, du musst den Augenabstand mit der Zeit, also im Endeffekt, ich habe das jetzt auch schon im Griff, indem ich das Ding so halte und mein Auge da herlege. Und dann weiß ich, okay, jetzt passt, bin ich so nah, sehe nichts, bin nicht so weit weg. Also das ist auch ein bisschen ein Nachteil. Und das ist auch der nächste Punkt, das macht das Langzeitbeobachten mit dem Ding einfach grauslich, fürchterlich. Da kriegst du alle Zustände, wie man so schön sagt. Das bedeutet, wofür ist es da? Um etwas mitzuhaben, zum Beispiel beim Wandern oder für die Vogelbeobachter, also die Ornithologen unter uns, oder fürs Orientieren zum Beispiel, ja, wenn ihr was ganz Kleines, wenn es auf Gewicht und Größe ankommt, aber ich jetzt nicht den maximalen Farbbereich brauche, ich nicht unbedingt in der Dämmerung schauen will, weil das geht mit dem überhaupt nicht, das ist dunkel, sondern fürs kurze Spotten. Ja. Das heißt, ich gehe und sage, da oben sitzt der Vogel, ich erkenne es nicht ganz, warte mal. Oh! Ein Zaunkönig, na, der ist jetzt momentan nicht unterwegs. Ein Wintergoldähnchen könnte sein. Hm? Ja, gut. Also das ist die Idee dahinter. Oder ich sage, okay, wir gehen querfeld ein, weil wir einen Orientierungsmarsch haben und wollen jetzt da hinten oben zum Beispiel, schau mal her, da im Bushcraft-Areal, da haben wir immer wieder so ganz schöne Felskombinationen und wir sagen, wir wollen querfeld eingehen. Bitte auch an alle, die ins Bushcraft-Areal Waldurlaub, ist alles billige Eigenwerbung, wie immer, gebe da unten den Link. Bitte auch hier die Wildruhezone, ich sage es noch einmal dazu, besonders im Winter einhalten, weil das für das Wild, besonders wenn Schnee liegt und Kälte, wirklich ein Problem ist daher. Aber wenn ich das jetzt wollte, könnt ihr da aufschauen und sagen, okay, ist da irgendwo, kann ich da irgendwo durchmarschieren. Für das ist dieses Ding da. Und von der Größe her ist das schon kompakt, aber das ist schon noch einmal eine eigene Welt. Ist leider nicht ganz billig, ich gebe da unten den Link auf Amazon, wenn du das magst. Was ich noch ein bisschen bekritteln muss, Zeiss. Sollte das von Zeiss jemand sehen und sich überhaupt mit mir auseinandersetzen wollen, weil Zeiss ist halt Zeiss und ich bin halt nur der kleine Reineschweine aus Österreich, dann wäre es cool, wenn ihr eine Tasche dazu liefert. Bei dem Preis, ja, bei dem Preis wäre so eine Tasche einfach irrsinnig cool, ist nämlich im Standardumfang nicht dabei. Und das finde ich irgendwie langweilig. Ich bin natürlich auch experimentierfreudig und habe hier, und das hier gibt es dann auch in meinem Shop logischerweise, das hier ist von Tasmanian Tiger, das Tool Pocket XL, und da passt das ganz genau rein. Ja? Dadurch trägt es natürlich auch wieder ein bisschen mehr auf, aber das ist so, aber das geht sich wirklich ganz genau aus. Und wenn Zeiss das nicht dazu liefert, dann weißt du jetzt, wo du das kriegst, ich gebe da unten im Beschreibungstext
den Beschreibungstext fällt, den Link dazu. Und an letzten Punkten, dann bin ich auch wirklich fertig, ich verspreche. Wie ich es auch häufig trage, ist zum Beispiel in solchen Taschen hier. Das ist von, auch wenn Tatonka draufsteht, von Tasmanian Tiger. Dieser Check-in XL fürs verdeckte Tragen von irgendwelchen Pfefferspray oder wenn du ein richtiger Waffenträger bist, dann irgendwelche sonstigen Dinge halt, also für Spezialeinheiten und Polizei und so weiter. Aber egal, es geht jetzt nicht nur um diese Tasche hier, sondern um solche Stifthalterungen. Genau da passt das ideal rein. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel eine Tasche, ob das jetzt die hier ist, in der militärisch-zivilen Ausführung oder in der rein zivilen Ausführung, wo dieses modulare Klettpatch nicht dabei ist, ja, dann kann ich das genau in solche Stifthalterungen reinstecken, rausnehmen, schauen, schönes Vogel, und wieder reinstecken und die Sache ist erledigt. Und das ist die Idee dahinter. Das war's jetzt. Jetzt mag ich dir um was bitten. Erkennst du den Zeiss, diesen Quick Mini, glaube ich, heißt der, aber ich nenne ihn einfach Mini Monocular 5x10. Was ist da deine Meinung? Bist du auch der Meinung, dass das Sichtfeld natürlich relativ eingegrenzt ist und man damit jetzt nicht die Landschaft schön anschauen kann, sondern dass das dafür da ist, jetzt kurz, da möchte ich hinschauen, aha, so ist das, aha, alles klar, und wir machen weiter oder wir haben den Vogel bestimmt oder was auch immer. Das würde mich deine Meinung dazu interessieren. Daumen nach oben oder nach unten. Link zu all den Produkten, die ich da jetzt gezeigt habe, gebe ich dann natürlich auch deinen Beschreibungstext, so wie es halt ist, Abo da lassen. Da geht es zu mir in den Shop, zu dieser Tasche hier. Aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.